Cellulitis, Arsch, Hängetitten und graue Haare. Und trotzdem passt alles. Passt. Sie lieben ihre Männer und die Spielzeuge ihre Männer. Und das sieht man einfach. Schön nach vorne gucken. Kilometer sind es nur bis zur Grenze nach Polen. Die Fahrt ist kurz, aber Party ist immer bei 5 Landfrauen aus Vorpommern. Sie nennen sich Oldtimer-Mädels. Drüben auf dem Polenmarkt wollen sie einkaufen. Sie brauchen neue Requisiten aus der Unterwäscheabteilung. Birgit Hahn, Conny Splettstößer und ihre Freundinnen Anke, Waltraud und Nicole wollen keine Markenware. Das wäre viel zu teuer. Deshalb auch der Ausflug ins Wäsche-Bonbon-Geschäft für preisbewusste, große Mädchen. Ja. Alle Farben, alle Formen. Ja. Also Push-Up, denke ich mal, lassen wir eher weg. Etwas Längeres, damit wir die Problemzonen verdecken können. Schön groß, nicht zu klein. Genau, schön groß, nicht zu klein. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Aber rein müsste man da passen. Das ist Stretch, Frau. Ja, na Stretch. Stretch ist gut, passt alles, ne? 85, na 90 geht hoch. Das wängen wir uns rein. Na. Muss da, guck mal, da dehnt sie doch. Ja, dann probier doch mal. Dann lass da erstmal Mutti anziehen. Ja, das können wir hier machen. Aber, warte, das sieht sehr gut aus. Wow, schön, ja? Sieht gut aus, doch, sieht wirklich gut aus. Und sonst gut? Prima. Bauch einziehen und dann gut. Das probier ich mal an, ja. Danke. Zu ihren Rundungen stehen sie. Schließlich, so sagen sie, können nicht alle Frauen aussehen wie 17-jährige Hungerhaken. Das ist der Puppe schon zu eng. Genau. Das ist 2x. 2x. Na, mal gucken, ob 2x gut ist. Ja, ich komm. Sieht gut aus. Schick. Ja? Gut? Super. Sehr gut. Gekauft. Gekauft. Gut. Einpacken. Einpacken. Was hast du denn da? Los, dann zwingen wir mal hin. Nee, Birgit, das ist zu eng. Sag ich doch. Das wird zu eng. Dreh dich mal um. Ach, das. Wenn sie 2x waschen, dann wie weit? Kommt doch denn hier nicht. Ach, wenn 2x waschen wird, dann läuft ein. Nö. Du kannst, darfst aber kein BH da unten ziehen, wollte ich dir nur sagen. Ja. Irgendwas musst du unterziehen. Also ich würde da so einen Slip zu empfehlen. Ist fast so, ne? Ja, das ist die Farbe. Na. Dreh dich mal, so richtig doll. Na, richtig. Richtig doll? Ja, genau. Gut? Gut. Krieg ja Drehboom hier. Conny und ihre Freundinnen müssen schnell sein. Der Herbst rückt näher. Höchste Zeit, die Requisiten zu besorgen für ihr Projekt. Die Mädels produzieren einen eigenen Erotikkalender fürs neue Jahr. Wir gehen anprobieren. Das ist total unkrankt. Schade. Ach, ich weiß auch nicht. Wir sind total frustriert beide. Der Busen passt nicht. Die Mädels sind zu gut bestückt da oben. Wenn du den Busen bloß halb rin kriegst, dann sieht er dann auch nie aus. Seit 5 Jahren machen sie das schon mit dem Erotikkalender. Der Erfolg, den sie damit haben, hat sie selbst überrascht. Wo ist mein Geld bloß geblieben? Wo? Wo werden die Taler jetzt liegen? Wo? Mit Reizwäsche für 200 Euro im Kofferraum geht es nach Hause. Nach Züsedom, Ostvorpommern. Hier in Züsedom, einem kleinen Dorf bei Pasewalk, hat das alles angefangen mit den Erotikfotos. Das ganz normale Landleben war Conny Splettstößer zu ruhig. Gartenarbeit, Hühner und Enten halten, das füllt die Freizeit nicht aus. Conny braucht mehr Action. Sie und ihre Freundinnen kamen so auf die Idee, sich Oldtimer-Mädels zu nennen und jedes Jahr einen ländlich ungenierten Kalender zu produzieren. Damit ist ihre Welt nun perfekt.
der Bär stirbt bei uns. Das reicht, also uns reicht es zumindest. Ob nur allen Leuten das reicht, ist eine andere Sache. Aber für uns ist das, was wir brauchen, eigentlich hier. Wir brauchen nicht mehr. Wir haben die Mädels, wir haben Trubel, Heiterkeit drumherum. Wir haben wieder die Ruhe, die wir hier haben. Jeder hat seine Arbeit, seinen Job. Ist alles schick. Morgen soll das Shooting für den Kalender stattfinden. Der große Tag beginnt um 7.30 Uhr. Die mithelfenden Ehemänner stärken sich noch kurz mit Makrelenfilets und Marmelade. So, na, mal sehen, meine Fischbüffel herkriegen. Und dann geht das nachher los. Jörg Splettstößer ist der Mann fürs Grobe. Sein Framo, Baujahr 1955, soll als Kulisse herhalten für das erste Foto. So ein Oldtimer springt nur an mit unendlich viel Liebe und Geduld. So, halten wir das kurz fest, wenn wir verloren gehen. Plus und Minus, wo wir jetzt kurz mal gucken. Die Landmaschinenhalle nebenan haben die Mädels längst umfunktioniert zur Künstlergarderobe. Auch hier Feintuning mit viel Fingerspitzengefühl. Steht schon wieder. Dann würde ich ihr die Fingernägel schick machen und mal schminken. Aber sie will ja beides nicht. Weil ich es nie gewöhnt bin. Also habe mich schon jahrelang nicht mehr geschminkt. Also von daher würde das für mich, glaube ich, sehr fremd aussehen, wenn ich dann mal geschminkt wäre. Na so, mach ihr bloß den Pony weg. Wie sieht sie denn aus? Ja, sie hat ja nun mal einen Pony. Wo soll ich denn damit hin? Bisschen zur Seite. Ja, so sieht's besser aus. Und siehst so alt aus. Du bist nun mal unsere Jüngste. So sieht's besser aus. Was hier nicht passt, wird passend gemacht. Und du bist der Meinung, da passt Waltraud rein, ja? Waltraud Collier ist schon 64. Du hast es jetzt immer, du passt auch in meine Kleider, also. Ja, klar, ein bisschen eng, aber ansonsten, naja doch. Es dehnt sich. Sie nennen sich auch Oldtimer-Mädels, weil der Lack schon ein bisschen ab ist. Meine Devise, Ü40, Hängearsch, nee, Cellulitis-Arsch, Hängetitten und graue Haare und trotzdem passt alles. Passt. Passt. Nee, hier noch nicht. Kriegen wir noch, da kommt ja ein Schlüppi noch rüber. Naja, eben. Einwandfrei, gut. Das ist so. Verheiratet sind Conny und Jörg Splettstößer seit 20 Jahren. Aber an Autos fummelt er schon viel länger rum. Und alte Liebe rostet nie. Jörg ist Landmaschinenschlosser, kriegt jeden Wagen zum Laufen. Das Shooting kann beginnen mit Oldtimern und Mädels, mit Erotik auf dem Trecker, auf alten Mopeds und ausrangierten Transportern. Auch die anderen Männer müssen mit ran. Burkhard Hahn war in der DDR mal beim Judo. Ganz klar, dass er hier den Bodyguard macht. Oh, müsste reichen hier. Wenn die Experten angescheuert kommen hier. Der Fotograf ist extra aus Feldberg angereist. Das ist der Reflektor. Und wenn jetzt die Sonne so kommt, hältst du den und wenn du den drehst, ne, siehst du den am Ausleuchten. Ich helfe auch noch ein bisschen mit, ich sag noch ein Stück rüber oder so. Du kennst dich damit aus. Schön. Willkommen im Club. Schnellausbildung zum Hilfsbeleuchter. Naja. Autos kommen hier selten vorbei. Trotzdem Vollsperrung für die Oldtimer-Mädels. Outfits und Motive, alles Eigenkreationen. Um 8.30 Uhr geht's aufs Set. Für das Kalender-Titelbild hat sich Conny diesmal wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Das reicht doch, wenn wir gute Beschauung machen. Mach die Beine mal ein bisschen aus. So, gut. Ihr müsst doch gucken, ob das hinten noch alles halbwegs vernünftig aussieht. Nee, da könnt ihr euch mit dem Po alle ein bisschen drehen. Ja, genau wie das L. Ja, geht da weiter. Oh, das ist ja wie Blasserballett mit euch. Genial, weiterdrehen. So, das S noch ein Stück drehen nach links, alle anderen bleiben. Hier, da sind wir hart im Nehmen. Ja, schönes Mädel, so wollte ich das haben. Vergesst nicht, ist unser erstes Bild. 13 haben wir.
So, und jetzt alle wieder so drehen. Ein Stück drehen. Wunderbar. Ihr macht das wie ein Wasserballett. Noch ein Stück rum. Ja, wunderbar. Karl Ludwig Köller fotografiert schon seit 20 Jahren. Aber sowas hat er auch noch nicht erlebt. Für Security Burkhardt dagegen alles reine Routine. Eine Seite kann ich ja wohl stehen und absperren, aber wie ich sehe, hat er angehalten und er ist vernünftig. Weiter atmen, aufrichten, im Kasten, danke. Um 9 Uhr kann der Verkehr wieder rollen auf der L322 durch Züsedom. Das nächste Motiv richtet Mike Wandre ein. Ein Traktor Marke IHC auf offener Straße. Kommt ran hier! Burkhardt, sag mal, die sollen herkommen hier! Mikey, komm ran! Die Nerven liegen blank bei Jörg Splettstößer. Das muss alles schneller gehen. 13 Motive an einem Tag. Wenn nur alles so rund laufen würde wie seine gut geölten Landmaschinen. Bodyguard Burkhardt jedenfalls ist pünktlich zur Stelle. Und die meisten der 260 anderen Dorfbewohner sind wie immer ganz gelassen. Toll, toll, toll. Das machen die immer sehr, sehr schön. Ganz toll machen sie das, ja. Eine gute Infanterieausbildung macht sich bezahlt. Schon lange sind sie mehr als nur die Frauensparte des Oldtimer-Vereins. Längst haben sie das Kommando. Wir fahren alles hier. Wenn kein Panzer ist, fahren wir alles. Nun drehst du ihn noch ein bisschen zu mir rum. Lehn dich mal, der Reifen ist dein Freund, lehn dich an den Reifen an. Und jetzt stütz dich mal so rauf aufs Rad. Nee, wieder aufrichten, mit dem geraden Arm aufs Rad stützen. Ach so. Ja. So? Ja, und das Bein so rüberschlagen. Jetzt siehst du noch schicker aus. Ganzen Körper drehen, den Körper drehen. Ja, so bleiben, wunderbar. So, Beine wieder so rüberschlagen, ja. Ein Bodyguard, sagt Burkhardt, ist unauffällig und darf die Stars nicht stören im kreativen Prozess. Unten? Das sah so traurig aus, aber wo du ihn so gestanden hast, da kam so viel rüber, dass es sich so rumgedreht. Das sind manchmal ein paar Zentimeter, verändern die ganze Persönlichkeit. Ja, das stimmt. Und das kam dann richtig so toll rüber. Ich hatte da oben gar keiner geachtet. Na, du hast tolle Stimmen. Das ist ja gar nicht wahr, ich habe auf alle geachtet. Du, ich wäre abends heil nach Hause gekommen. Wenn die eine nicht glücklich ist, lass sie mich nicht vom Hof. Nein. Fotopause für Waltraud Collier. Ihr Leben lang hat sie als Krankenschwester gearbeitet. Jetzt ist sie Rentnerin. Aber immer noch mittendrin im lustigen Landleben von Züsedom. Ich bin ja nur die Älteste hierbei, aber die Jungen, die muntern mich immer wieder auf. Und du musst noch und du kannst noch und wir wollen dich noch und macht uns Spaß. Ansonsten ist nicht viel los in Züsedom, Ostvorpommern. Die Jugend ist längst weggezogen in die Städte. Nur die Oldies sind noch dicke da. Der 80 Jahre alte Deutz zum Beispiel. Eine Diva, sagt Hans-Joachim Döbler. Aber er weiß, wie man umgehen muss mit Mädchen und Maschinen. Die musst du genauso streicheln wie die anderen, ne? Sonst wird das auch nichts. Und da musst du immer deinen Psalm aufsagen. Sonst wird nichts. Hans-Joachim ist ein Freund aus dem Dorf und Landmaschinenschlosser wie fast alle hier. Und hat ein beinahe erotisches Verhältnis zu Kurbelwellen und Motorenöl. Baujahr 36, in zweiter Hand, sag ich mal. Und läuft immer noch. Motiv Nummer 4. Deutz mit Schrotmühle. Auch Conny Splettstößer ist gelernte Autoschlosserin. Und am meisten fasziniert mich, dass die Frauen sich auch mit der Technik beschäftigen. Die machen das ja nicht bloß ihren Männern zuliebe mit und so. Sie lieben ihre Männer und die Spielzeuge ihre Männer. Und das sieht man einfach. Soll ich so tun, als ob? Zwischen Mädchen und Maschinen herrscht leichte Eifersucht. Also am Tag interessieren sie sich mehr für die Maschinen, aber abends wieder für uns. Ist unsere Hoffnung jedenfalls. So, Beine versetzen ein bisschen. Gegen 11 ist das vierte Motiv im Kasten. Wunderbar. Mau, pieps, Marmelade. Dann wird es brenzlig. Denn der 50 Jahre alte Radlader Marke McCormick hat seine Grenzen. Guck mal, da ist doch auch noch Luft. Und jetzt mit dem Pono ein Stück nach hinten. Karl Ludwig Köller treibt die Mädels zu Höchstleistungen an. Und in Züsedom lockern sich die Sitten. Schnell, die Sonne kommt. Ja,
nun los. Ja, da backt doch so. Ach, nee, halt geht doch nicht. Na klar, hält fest. So, ja. Nee, das ist scheiße. Ich wollte ja eigentlich, dass die Pläne. Naja, zum Anfang waren wir auch nicht so cool, sagen wir mal, gewesen. Aber das kommt dann mit der Zeit dann nachher so. Ne? Denn wenn man sich dran gewöhnt hat, ein bisschen freier, so freizügiger zu sein, dann das lernt man. Hm. Aber die Oldtimer-Mädels sind sich für keinen Blödsinn zu schade. Sie haben Erfahrungen gesammelt, denn seit 2 Jahren tingeln sie sogar mit einem eigenen Showprogramm quer durch Vorpommern. Oh. Mann, ey. Wir können Leute zum Lachen bringen, weil wir selber glücklich sind, glaube ich. Ne? Ist das richtig so? Ich glaube, so kann man das sagen. Ne? Und ja, wir wollen eigentlich versuchen, das Glück, was wir haben, weiterzugeben. Und das ist doch schön, oder? Nicole Thiele ist mit 36 die jüngste der Mädels. Sie ist Altenpflegerin und selten so aufgedreht wie die anderen. Wir machen uns alle Gedanken, ob der gut ankommt, ob der, was die Leute sagen. Ich meine, alle Leute sind sowieso nicht gleich. Manche mögen das gar nicht. Und also man macht sich schon Gedanken. Auf dem Vereinsgelände dagegen ist jetzt kein Platz für Selbstzweifel. Ja. In der Umkleide geht es um Fakten. Wer hat mehr auf den Rippen? Ist doch ganz normal. Der eine hat ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Und bei den Männern ist das auch nicht anders. Bloß die sagen das nie. Da fragt keiner. Ah. Bisschen früher, ne? Ihr Klugscheißer, da war noch einer hier und hat uns die Hand hier oben. Hand hier halten. Die andere Seite oder wie? Oder ich hier unten oder wie machen wir das? Die dicken Bäuche, einer mehr wie der andere. Die werden wir uns nach Kilos bezahlt. Birgit Hahn ist längst im Vorruhestand. Aber deshalb genießt sie die neue Popularität als Kalendergirl umso mehr. Ja, manchmal grüßen ihn dann auch Leute denn so in der Stadt oder so, ne? Guten Tag. Mein Gott, nee, woher kennst du denjenigen denn oder diejenigen, ne? Hast die denn irgendwo schon mal gesehen? Ja, die waren dann bestimmt hier mal zum Programm denn, ne? Wenn wir unser Oldtimer-Fest haben. Naja, ich meine, dann grübelt man denn ja schon, ne? Ja, irgendwie kann man jetzt stolz sein, ne? Früher hat Birgit als Schneiderin gearbeitet. Jetzt schnippelt sie lieber an Büschen und Bäumen. Die nächste Bildidee, Anke Wandre als aufreizende Ordnungskraft. Also ich halte jetzt eine angetrunkene Motorradfahrerin an. Oder Solex-Fahrerin, so, Entschuldigung. Das sieht aus, als wenn du das beruflich machst. Also Polizistin meine ich. Du siehst so seriös aus. Ja? Ja. Okay, und vorwärts und schön drauf zuhalten. So, und jetzt hebt man den Stab. Ja, oh, das ist ja. Dann wird es ernst. Ein echter Autofahrer hat Respekt vor der Staatsgewalt. Oder ist es nur Neugier? Ja. Das ist schwer gefahren. Ich muss leider weiter, weil. Und Handschell. Kommst du mit? Nee, ich muss auch arbeiten. Na gut, dann hol ich dich nachher ab. Okay. Das Shooting zieht sich. Quer durchs Dorf. Seit 5 Jahren, jeden Sommer das gleiche Schauspiel. Zum Trabi-Treffen im Nachbardorf muss der Kalender fertig sein. Dort soll der Verkauf beginnen. Denn der Kalender der Mädels hat eine anregende Wirkung. Vor allem auf verheiratete, fremde Männer. Wenn wir jetzt Kalender persönlich verkaufen, haben wir schon viele Frauen erlebt, die ihre Männer den Fuckel gegeben haben oder komm jetzt oder haben wir alles schon erlebt, ja. Oder du kannst den ausziehen oder dann gehen sie vorbei, dann liegen die Kalender da so aus, ne, auf den Verkaufstisch, dann gehen sie, machen lang halt. Die Frau dann. Nun gehen wir ein Endchen weiter, ne? Also da haben wir uns schon auch manchmal köstlich amüsiert, ne? Motiv 13. Nicole Thiele und Birgit Hahn geben nochmal richtig Gas. Mit Schaumwein, feinperlend mild. So, denn zum Wohl, ne? Ja. Prost. Prost. Letzter Schuss, dann ist Schluss. Gut.
im Kasten, danke. Gut. Gut. Also meine Arbeitskollegen finden das gut. Und meine Eltern auch. Ich meine, mein Kind ist nicht ganz so begeistert. Aber gut, ich meine, der ist gerade in der Pubertät. Der ist schon 16. Also der ist nicht ganz so begeistert davon. Aber so alles so der Umkreis, so Verwandte und so. Also doch, die finden das gut, was wir machen. Jörg Splettstößer, der Ehemann von Oldtimer-Mädels-Erfinderin Conny, hat längst ganz andere Sorgen. Ein Gewitter zieht auf. Und die Futtergerste für seine Hühner und Enten muss vom Halm. Natürlich mit eigenem Mähdrescher. Natürlich ein Oldtimer. 60 Jahre alt. Die Party abgeht. Auch Conny Splettstößer ist rastlos. Nach dem Shooting ist vor der Arbeit. Heute ist Schnitzeltag in der Züsedommer Wochenendkneipe der Splettstößers. Mit Muscheln und solchen Sachen braucht man hier nicht anfangen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen doch die bürgerliche Küche, also so mit Schnitzel und wo man noch satt wird. Siehst du, wie schön die schon werden? Schnitzel satt von Natur bis au four. Freund und Helfer Hans-Joachim Döbler stand schon als Schuljunge gern am Herd. Alle lachen ja immer darüber, dass ich da anfange. Ne? Da gab ja den Arbeitsgemeinschaften, ne? Kochen und Backen, junge Sanitäter und alles sowas. Wir waren von 30 Mann, waren wir zwei Jungs und sind zu Kochen und Backen. Ja, alle Mädchen haben gelacht, ne? Die Bengels, die gehen jetzt kochen. Ne? Da haben wir beide gesagt, ne? Das kann uns Kinder nehmen, was wir jetzt lernen. Da brauchen wir das ganze Leben. Ne? Waltraud und Anke halten auch nach dem Fotoshooting zur Stange und den Ausschank in Connys Kneipe am Laufen. Alles Powerfrauen. Seit 7 Uhr morgens auf den Beinen. Bitte schön. Dankeschön. Einmal war da hinten. Ne? Die Mädels kommen gleich mit rein und die haben noch nichts gesehen. Die sind ganz gespannt. Und dann gucken wir mal. Conny in der Küche hat allerdings nur Augen für die nächste Bestellung. Schnitzel Hawaii, Schnitzel Zigeuner, Schnitzel mit Pilzen. 40 Essen gehen heute raus. Alles läuft super. Draußen in der Kneipe die erste Sichtung der Fotos. Ich weiß gar nicht, ob ich heute Morgen überhaupt gekämpft habe. Das habt ihr ja gar nicht mitgekriegt, ne? Nee, überhaupt nicht. Sieht aber auch gut aus. Gut, das auch nicht sieht schlecht auch gut aus. Das ist es. Super, ne? Das sieht gut aus. Ja, das wäre als Kalenderbild, ganz, das hier, weil hier ist noch der Abstand, hier ist es so dicht. Mhm. So ist es besser. Ja. Okay, ja. Aber das ist die Erde. Ja, ne? Alle sind zufrieden. Aber die Zeit bleibt nicht stehen. Auch nicht in Züsedom. Anke Wandre muss sich schon wieder umziehen. Der Mercedes ist kaputt. Anke, kommst du mal? Ich bin mal 17er. Ja, ich bin schon öl. Ja, stell mal hin. Mal bitte, ein Ring oder Maul? Ich brauche erstmal einen Ring. Anke, dann kicken wir oben meinen Luftfilter schon. Müssen wir noch runternehmen. Viele denken, ach Gott, ja, lackierte Fingernägel, aber ich mache ja alles. Autoschrauben, Gartenarbeit. Weil mein Mann ist ja Einzelkämpfer und dann brauchen wir öfter mal Unterstützung. Und dann helfe ich ihm sehr gerne. Eine Woche später. Der Kalender ist im Druck und sollte längst ausgeliefert sein. Aber da hält schon das nächste große Ereignis die Züsedommer Oldtimer-Mädels in Atem. Es geht nach Brüssel. Im Nachbardorf ist Trabi-Treff. Dort treten die Oldtimer-Mädels auf. Mit ihrem eigenen Showprogramm. Eigentlich war die Idee damals zu unseren Festen. Wir haben jedes Jahr zu unseren Festen auch immer nachmittags irgendwie so einen kleinen Höhepunkt gesucht und haben uns dann auch Gruppen und so haben uns dann die besorgt. Und irgendwann haben wir zusammengesessen und haben gedacht, ach, die können, wir probieren es auch. Und so kommt es, dass man die Kalendergirls aus Züsedom auch als Oldtimer-Mädels live buchen kann. Die Bühne bringen sie gleich selber mit. Der 60 Jahre alte Framo muss wieder mal herhalten als Mädchen für alles, sozusagen. Ja.
Falls das Programm der Mädels zu sehr mitreißend wirkt, ist Burkhard Hahn zur Stelle. Es gab da mal einen Vorfall vor der Künstlergarderobe. Da wollten zwei Jugendliche, die waren so leicht schon, und die wollten da reingucken. Ne? Dann stellt man sich da vor und fragt ihr ganz höflich, ob sie nicht wieder zurücktreten möchten. Ne? Ansonsten ist alles bis jetzt alles gut gegangen bis jetzt. Minuten Showprogramm sollen das Trabi-Treffen von Brüssow krönen. Eigentlich wollten die Oldtimer-Mädels auch ihren Kalender hier verkaufen. Sie warten leicht nervös auf den Kurier, lassen sich aber nichts anmerken. Dann kommt endlich die Lieferung. Guck mal, Mädels, hier, unsere Post ist rechtzeitig angekommen. Oh, hey, toll! Oh, super. Öffnen! Na, dann zuppelt mal. Öffnet. Grün geht ja noch. Das ist immer eine Überraschung, wenn man das aufmacht, wie das nun wirklich aussieht, so ein Kalender denn. Ne? So sieht man das ja nur auf dem PC, wie die Bilder aussehen, aber wie nur in Wirklichkeit so aussehen auf dem Bild, ne? Sehen wir ja jetzt erst. Oh! Die Äsche sind schön zu sehen! 500 Exemplare mit Erotika auf Treckern und Maschinen. Oh. Wow. Ey, schöne Bilder, was? Die Mädels sind zufrieden und sogar kurzzeitig sprachlos, was nur selten vorkommt. Wow. Bist du gut geworden hier mit dem Super. Mann, alles so, super. Bist du super geworden. Ja. Guck mal, man sieht sogar meine Schmetterlinge. Dein Bauchnabel hier, oh ja. Dann geht es nochmal in die Offensive für Conny, Anke, Waltraud, Birgit und Nicole. Ran an die Männer, rein ins Gewühl und rüber mit den Piepen. Zeig mal ja. Wir sind halt alle nicht die Schlankesten. Aber ich glaube, das macht uns auch irgendwo aus. Ja. Also ich finde das nicht schlimm. Ich finde das doch gut. Ja. Und so ist ja auch schon. Das ist toll, das finde ich toll. Dazu gehört was. Das ist ein Diskussionsthema. Oh, dann haben Sie viel Spaß dran, ja, ne? Danke. Schönen Dank. Kommt man nicht schon frei, guck mal. Doch, ist, also der kommt sehr gut an. Wir haben wieder gute Arbeit geleistet. Seid ihr stolz auf euch? Ja, doch.